unsere Marlene. Immer die Gegenströmung, Tag ein, Tag aus, Hauptsache dagegen. Gott, das ist es. Er will mir etwas sagen. Ja, sauf nicht so viel, will er dir sagen. Ich glaube ja nicht an Gott. Also sollte er eines Tages klopfen, kann ich ihn ja schon aus Prinzip nicht hören. Ich werde sagen, 50.000 Kronen will ich. Und Gott wird sagen, kein Problem, du bist die Liane. Ein hochinteressanter, geistreicher, charmanter Mann, wenn keine Deutschen da waren. Wenn er nur unter lauter Schweden bei mir in meiner Villa war, da konnte er sich so richtig entspannen. Toller Humor, dieser Mann. Was der sonst gemacht hat, ist nicht meine Sache. Dass du in Deutschland ein Star wurdest, das lag daran, dass ich nach Hollywood ging, ja, Lückenfüller. Und dieser Hitler mit seiner Scheißfrisur? Herrlich, diese deutsche Seele! Ich hab geglaubt, wenn ich in den Himmel komme, wartet ein Gericht auf mich, wo ich mich verantworten muss. Verantworten kann. Und jetzt bin ich hier. Schon ewig. Mit euch. Für immer. Politik hat mich nie interessiert und Politik wird mich nie interessieren. Ich verlasse meine Wolke, ich komme, was wolle ich bleibe. Einen Dokumentarfilm über unsere Arbeit, die wir hier für die Engelswelt vorbereiten. Und die Berge. Die Berge haben es mir angetan. Meine Bergfilme, damals wie heute. Das blaue Licht. Meine erste Regie. Aus all meinen Träumen entstandenen Bilder. Ich sah alles nebelhaft vor mir. Ein junges Mädchen, das in den Bergen lebt. Chunta, ein Geschöpf der Natur. Wie es die Bergwand entlang klettert, dann das Mondlicht und dann stürzt sie langsam in die Tiefe. Das blaue Licht, der beste Film der letzten Jahre. Aber Frauen brauchen Männer, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Ja? Frauen sind ja von Natur aus dumm. Der Führer hat mich immer verstanden. Darüber sollten wir jetzt bitte nicht sprechen. Für mich war er in erster Linie eine brüllende Stimme aus dem Radio, dass ich dann sofort abstellte, denn ich bin bösartigen Lauten gegenüber empfindlich. Ich bin keine Nazi, nimm das zurück! Sonst verklag ich dich. Viel Vergnügen, ja, und Vorsicht, sonst fallen dir noch deine Zähne aus. Gardine, Marlene, Garnele. Was ist? Die Asche. Und? Marlene, ich bitte dich, rauch nicht so viel. Warum? Sterben kann ich ja nicht mehr, bin ja schon tot. Du wirst uns noch unsere Wolke abhaken. Das einzige Zuhause, das wir haben. Ja, das Zeug brennt doch ohnehin nicht. Und wenn das einzige Zuhause bleibt, auf immer und ewig, da scheiß ich drauf. Ab einem bestimmten Alter sollte Frau sich doch nicht mehr blicken lassen, ja? Sondern Rollos runterziehen, Vorhänge schließen, Türen verriegeln, Schlüssel verlieren und nie wieder finden. Meine Liebe, wir kommen auch ohne dich zurecht. Marlene, bitte geh ein Stück nach rechts. Nach rechts gehe ich aus Prinzip nicht. Im vielen Nein, das war nichts für uns. Das nehmt bitte alle zur Kenntnis. Wir sind doch hier, wir sind doch nicht in ein Land, wo uns alles von vornherein fremd ist. Auswandern soll von denn nur der auswandern muss. Goebbels sagt über unsere Staatsschauspielerin, die Wessele überstrahlt alles. Textzeilen wie: Wir kaufen nichts bei Juden. Wurden dank ihrer einzigartigen Sprechkunst unvergesslich. Ich werde entweder die Genia Hofreiter aus dem weiten Land spielen, da war ich mit meinem Mann gemeinsam auf der Bühne, oder doch die Gabriele aus dem Anatol, die Weihnachtseinkäufe. Auf jeden Fall soll es ein Schnitzler werden. Nicht nur das ganze Dorf wird deutsch sein, nein, ringsum und rundherum alles wird deutsch sein. So ein Kitsch. Mama Marlene, Mama Marlene. Und pochen in einem Wort, daheim bist du mein Dein, Dein, mein Dein. So was Dreck. Auf die Juden, auf die haben sie so abgesehen, Kopf verloren. Weiß ich heute nimmer mehr. Ich hab Juden gekannt, das waren feine Leute, gebildet und sehr kultiviert. Ja, warum muss man denn gleich so borstig sein, so arme, am Netz kombiniert?